Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn wirklich gebraucht haben, aber wir haben ihn, Mopsy, als spielbaren Charakter. Er debütierte in New Super Mario Bros. U Deluxe, da noch nicht spielbar. Einfach nur zum Fangen, das werde ich auch noch tun, das bringt ja einen Stern für den Spielstand. Und in New Super Luigi U war er dann ein spielbarer Charakter. Außerdem seine weiteren Auftritte, wenn wir schon so einen jungen Spielcharakter haben, da können wir auch durchgehen, wo er überall auftrat. Mario Golf World Tour, ein DLC-Charakter. Mario Party 10, ein kurzer Auftritt im Abspann. In Paper Jam Brothers spielt er eine höhere Rolle. Und auch zu sehen bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2016. Spielbarer Charakter, sofort verfügbar. Und jetzt eben wieder hier. Was haltet ihr von ihm? Was haben die Augen zu bedeuten? Nabbit heißt er auf Englisch. Und so spielt das halt auch. Er hat das Tuch von Bowser Jr. Und ich weiß nicht, was ich in diesem Level soll. Ich reg mich so auf über Mopsy. Er hat dieses, was ist es denn? Sabberlätzchen, Halstuch, was irgendwie über den Mund geht, damit es so eine furchteinflößende Visage darstellen soll. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er das. Und ich frage mich, warum. Und er ist Kleptomane. Denn er klaut gerne Sachen. Weiter geht's mit Gletscher der Stachelgumbas. Eiswürfel Eisfälle 3. Und jetzt muss ich selbst mal... Ich glaube, ich habe noch gar nicht mit ihm gespielt. Und wenn dann nur ganz kurz. Wie springt er denn? Also er kann keine Special Jumps und so. Witzig ist, auf der Sprungtaste wieder A. Lässt ihn spinnen. Und er kann, ich kann es jetzt mal eindrucksvoll demonstrieren, einfach durch Gegner laufen. Sie sind quasi nicht da. Und auch die Feuerbälle. Nichts macht ihm Schaden. Da kriegt zwar eine Feuerblume, aber es ist ihm egal. Das ist totaler Käse. Ich werde in einem Part spielen, aber ich schäme mich so ein bisschen dafür. Ich will halt mal den Charakter zeigen. Sehr leicht. Abgründe können ihn besiegen, ja. Abgründe. Genießt lieber die Aussicht. Guck mal, hier allein das da. Macht das ordnungsgemäß weg. Ihr könntet mit Feuer Mario das lösen. Wir haben eine Feuerblume bekommen. Oder ihr lasst die Piranha-Pflanze draufziehen. Und das machen wir nämlich. Oder ich bleibe einfach da stehen. Also ich bleibe da stehen. Mit Mario geht das nicht. Wenn ihr keine Feuerblume habt, dann gönnt ihr euch das so. Da müssen wir einmal durch. Da könnt ihr mich gerne beschimpfen. Ich weiß nicht, ob er mir noch irgendwo einen Nachteil gibt. Zum Beispiel jetzt. Okay. Okay. Vielleicht muss ich irgendwo mal auf den Gegner draufspringen. Aus Gründen. Oder ich brauche einen Koopa-Panzer. Mal an sowas gedacht? Was soll das? Muss das sein? Ich glaube, im letzten Level in New Super Luigi U konnten wir nicht spielen. Weil da war es der Mii-Charakter. Ich muss mich echt dran gewöhnen, diesen Gegnern auszuweichen. Das ist so ungewohnt. Jetzt reitet er schon auf Yoshi. Nee, er reitet nicht auf Yoshi. Warum nicht? Yoshi weist ihn ab. Er will damit auch nichts zu tun haben. Ernsthaft, haben wir Mopsy-Fans da draußen? Outet euch. Ihr werdet nur vielleicht in den Keller geworfen. Okay, ich konnte auf den Gegner abspringen. Immerhin. Naja, was soll's. Man muss ihn ja nicht nehmen, ne? Ich würde gerne hier hoch. Wenn ich von Yoshi abspringen könnte, ginge das. Guck mal, ich habe echt die Arschkarte gezogen. Da geht's wieder raus. Das geht nicht. Ja, leck mich fett. Das war auch ein Gegner, ne? War das der Dreiersprung jetzt? Das reicht nicht. Ja, das war der Dreiersprung. Ich könnte von hier aus den Dreiersprung probieren. Ja, und so verliere ich Zeit. Das ist einfach nicht fürs Spiel ausgelegt. Kinder sollen lernen, normal Mario zu spielen und nicht so. Ich muss den Dreiersprung schaffen, aber da ist dieser Block im Weg. Eins, zwei. Hinter dem Block springen. Über den Block springen. Die Zeit, Mann! Hä? Da hat's nicht geklappt. Was soll ich denn da machen?
Er ist halt mittellos mit seinem... Das ist ein Handicap. Ich habe Mitleid mit ihm. Und er schleppt die ganze Zeit den Sack mit sich rum. Das muss doch nicht sein. Ist das jetzt die zweite oder dritte Coin? Es ist die dritte, guck an. Dieser Block nicht mehr. Eins, zwei, drei. Endlich! Ha! Musste Multiskill beweisen. Musste ausgleichen hier den Mist. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen rage. Aber ich würde die Level halt gerne voll genießen. So. Ich verschwende die guten Level. Ich will die spielen. Okay, wir spielen ihn vielleicht nicht lange, okay? Weil das ist ja echt nicht. Ich kann doch nicht den ganzen Part mit dem rumalbern. Ist doch witzlos. Zeige ich den in zwei Leveln, dann ist gut. Immerhin hat er alles. Wer so anfängt, Videospiele zu lernen, der wird niemals ein guter Zocker. Das am Rande. Wir müssen den noch fangen. Die Beute gibt extra Leben? Bitte was? Wir müssen den noch fangen in der zweiten Welt. Die Frage ist, kann ich Mopsy mit Mopsy fangen? Das würde ich gerne mal abchecken. Du darfst, das darfst du gerne machen von mir aus. Die verdammten Pilzhäuser besuchen. Mehr aber auch nicht. Reiß dich zusammen. Da haben wir mehr Mopsy-Screentime. Erinnert mich ein bisschen an so einen Rabbit, ne? Echt ein merkwürdiger Charakter, über den man nicht viel weiß. Einfach nur, dass er da ist. Wartet ab, Mario Kart 9, ne? Ich bekomme keinen Professor Igitt, stattdessen bekommen wir Mopsy. Scheiße. Mopsy, du bist doch... Ich denke, du bist so gut im Einsammeln. Leck mich doch. Also so ziemlich gar nichts. Nee, doch zwei. Und er farmt ziemlich schnell seine Extra-Leben. Nee, ernsthaft, ab in die Kommentare. Eure Meinung zu Mopsy-Gameplay? Bin mir sicher, für die meisten von euch ist es nicht erstrebenswert. Aber gibt's vielleicht einen, der sich sagt so, okay, feier ich. Ich mag das, dass ich nicht so oft sterbe und so. Allein die Gegner-Herausforderung hier. Mir stellt sich auch die Frage nach dem Warum. Warum machen die Gegner ihm nichts aus? Was, wir haben einen Propellerpilz? Was, die bekommt man hier schon? Haben die das geändert im Vergleich zur Wii U-Version oder gab es das damals schon hier? Ist ja lustig. Wir kriegen doch irgendwo angezeigt, dass Mopsy da war. Jetzt nicht mehr. Oder? Das ist schön. Ich guck mir das nochmal in der Wüste an. Vielleicht hat er da nur das Toadhaus gemopst. Versteckt sich in einem anderen Level? Nö. Vielleicht, weil ich ja bin? Weil ich er bin? Oder bin ich einfach nur blind gerade? Okay, it's me! Siehst du, und jetzt bin ich bestimmt nichts mehr gewöhnt. Ich hab jetzt schon Ausreden, warum ich total versage gegen Goombas. Scheiße, versagt der wirklich? Guck. Bin vermopsifiziert. Ohne Scheiß, Mann! Hat sich das gelohnt für einen Stern? Mitnichten. Und mit Neffen. Hat sich nicht gelohnt. Aber stopf ruhig das Inventar voll. Ah, da ist Mopsy. Der kann was erleben. Ja, dann nimm halt was aus dem Inventar. Wir haben viele Eicheln, also gönn dir. Super Eicheln. Also wir werden den doch immer fangen. Ich war mir erst unsicher.
Aber einmal pro Welt gehört das dazu. Okay, wenn die Blöcke in die falsche Richtung gehen, hält das einen schon auf. Fuck it. Komm her, du Dieb. Halte den Dieb. Nicht schön, aber selten, ne? Toad, du hast dein Zeug zurück. Ich frag mich, was er so vermisst. Warum sollte Mopsy persönliche Sachen sammeln? Oder hat er doch Reichtümer? Die Perlenkette seiner Oma. Naja, wir wollen es nicht hinterfragen. Schön, dich wiederzusehen, Mario. Ich denke mal, ich werde eigentlich nur noch mit Mario spielen, weil die anderen Charaktere sind mir halt nicht so lieb. Die sind mir nicht so gebalanced. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. Oder wünscht ihr euch noch Gameplay von... Also von Luigi braucht ihr euch nichts wünschen, weil das kriegt ihr noch. Was unten ist... Ach, ich kann unten nicht weiter. Heldenhaft. Heldenhaftes, wenn es an Heldenhaft hört. Guck mal, fress einfach. Rambo, ich bin stolz auf dich. Wisst ihr, die Sterne waren in Super Mario Bros. 3 genauso witzlos wie hier. Man hat sie zu Beginn des Levels mal kurz. Wenn man die irgendwo mitten im Level zünden könnte, wären die nützlicher. Hätte, hätte Fahrradkette. Das ist schon 5. Okay, dann machen wir hier die 4. Wagenlift, Wagnis. Wagen wir es also? Ach ja. Genießt noch hier das schöne Polarlicht. Und den Sichelmond. Ich frage mich zwar, was die Feisthörnchen hier suchen, aber ich hoffe, sie finden, wonach sie suchen. Oh, sorry, Rambo. Ich konnte nicht anders. Keine Wahl mehr. Ich hatte nur Delfine. Wisst ihr, Wale, Delfine. Okay, das war echt übel. So, halten wir die Waage? Gute Frage. Ich muss aber sagen, die ersten beiden Checkpoints... Was er labert, ne? Die ersten beiden Starcoins sind doch ein bisschen geschenkt. Da-da-da-da. Ist das schön hier. Bum, batz, bum. Ja, ich hätte wirklich Angst, mit Mopsy jetzt noch Gameplay und Level zu verpassen. Ihr habt ja gesehen, dass es nicht immer förderlich ist, ein Gameplay. Allerdings können keine roten Münzen sein. Wir sind hier nicht bei Yoshi's Crafted World. Ich bin das los. Das ist ein bisschen verdächtig. Oh, verdächtig genug. Prima. Ich will eigentlich wissen, was... Warum kommt jetzt dieser rettende Block? Wahrscheinlich, wenn du auf der Kugelwilli-Station draufstehst. Ja, geil. Geilomat. Bist am Start. Hol mir meinen Pilz. Mehr will ich gar nicht. Fühle ich mich ein bisschen sicherer. Diese Wippen machen auf mich aber halt einen sehr instabilen Eindruck. Das muss ich einfach mal so zu Protokoll nehmen. Yes, baby bitch. Okay. Ja, moin. Hä? Ich dachte, das wäre bei Mopsy, aber bei jedem Charakter kannst du einfach nochmal die Sprungtaste betätigen. Du machst nochmal das. Ihr könnt mir ja in die Kommis schreiben, wenn ich jetzt total daneben liege, aber das war auf der Wii U-Version noch niemals so. Nicht gewusst. Nicht, dass ich gerne benutzt hätte. Auf der Wii erst recht nicht. Auf der Wii wäre ich dann niemals aufs Schütteln gekommen.
und hätte ausschließlich Sprungtaste nochmal gedrückt. Banzai Bill! Und Klassiker an Klassiker. Es stammt noch von Emeros Super Mario World Hacks, dass wenn so ein riesen Kugelwilli kam, dass er geschrien hat, Banzai Bill! Das habe ich mir irgendwie angeeignet. Das ist der englische Name. Banzai Bill! Und die ganz großen sind die Magnum Bills und die kleinen sind Bullet Bills. Ganz viele Billys. Eisgezapftes! U-Zapftes! Ich komme aus Hessen, okay? Ich habe mit diesem ganzen Oktoberfestkram nichts zu tun. Aber ich finde natürlich immer wieder das schön, wenn die Entwickler oder die deutschen Übersetzer sich nette Namen einfallen lassen. Hält sich ja noch in Grenzen. Das ist ja jetzt bezogen auf einen. Auf einen Slogan, der. Durchaus. Deutschlandweit bekannt ist, nämlich O-Zapft ist. Aber ich würde, selbst wenn ich in München wohnen würde, das Oktoberfest meiden wie nichts anderes. Oh, warte, warte, warte. So, wird ein Shooter raus. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht nur, dass ich mit Saufen nichts anfangen kann, so Menschenmassen in der Form zusammengepresst tangieren mich sehr peripher und ja, dann hört man da noch schlimme Sachen von Kriminalität, Vergewaltigung und es ist für alle okay, weil alle zu und Hacker sind. Nein, ist natürlich nicht okay. Was ist mit ihm los? Warum hat er eine Röhre über sich? Finde ich eigentlich sehr spannend. Seine Röhre da. Vor allem ein Eisbruder. Hat man auch nicht alle Tage. Weiß ich jetzt gar nicht. Eisbruder, gab's ihn schon mal irgendwo? Oder hat er hier sein Debüt gefeiert? Oder sagen wir auf der Wii U-Version? Eisbruder. Ich bin ja mal überlegen. Super Mario Bros. 3 gab's Bumerangbrüder, Hammerbrüder, auch Feuerbrüder. Wenn dann in den anderen New Super Mario Bros. Teilen, aber selbst da kommen die mir verdammt unbekannt vor. Trap! Weg mit dem Eisbruder! Shit, 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 shit! Oh nein! Nein! Mann, ich hab das... Warte doch ein bisschen! Jetzt habe ich irgendein Secret wieder verpasst. Ach! Ah! Okay, ich nehme... Sonic-Syndrom ist manchmal nicht von Nachteil. LOL! Ich dachte eben... Ich musste halt so warten, bis es da ist. Nein, die Schwierigkeit soll gewesen sein, dass du möglichst schnell da bist, bevor der Eiszapfen fällt. Dafür werde ich mir das Starcoin belohnen. Unterschiedliche Auffassungen der Welt. Oh, shit. Oh, unser erstes Geisterhaus steht bevor. Ist ja prima. Müssen wir ganz kurz nochmal Mopsi-Ding festmachen. Aber erst hol ich mir einen. Erstmal gucken wir mal Toddy. Toddy ist wichtiger, den besuchen wir doch schnell. Das müssen wir jetzt lösen. Von jedem der Erste. Mann! Ach, scheiße. Warum verliere ich denn so schnell die Übersicht? Aber alles richtig. Das war der Optimalfall, denke ich mal. Ich habe es so auf Verdacht gemacht, war mir nicht ganz sicher. Ich war mir eigentlich sogar unsicherer als letztes Mal, was das Bonus-Game hier angeht. Kein Platz für... Ach so. Guck mal, einen anderen. Ist ja blöde. Tut mir leid, die Krone sieht zwar schön aus da, aber ich brauche die halt echt nicht. In den anderen kannst du ja auch in Super Mario Bros. 3 viel mehr Items lagern, weil du einfach runter scrollen kannst. Scrolling-Inventare. Wie ich Scrolling-Inventare liebe. Aber echt. Im Vergleich schon. Fang Mopsi! 3, 2, 1, go! Das ist jetzt schon eine knifflige Entscheidung. Ich könnte ja jetzt schon den Part dann gleich beenden. Wenn ich noch ein Level mache, das Geisterhaus, so ein Geisterhaus, das frisst ja ein bisschen Zeit.
Deswegen wäre das schon legitim. Aber ich will kein Arsch sein. Auch wenn es jeden Tag New Super Mario Bros. U Deluxe von mir gibt. So werde ich euch jetzt noch das Geisterhaus, wo es sowieso ein Secret Exit geben muss, werden wir uns das zusammen gönnen. P-Schalter-Paradies. Das ist so vielversprechend, ne? Das P-Schalter-Paradies. Immerhin sehen wir direkt eine Starcoin. Also das sind Fakes. Eben ging's nicht, jetzt geht's schon. Punkt Nummer 1. 1:0 für mich. Ich weiß es nicht. Ist die obere Tür ein Fake und die untere geht weiter? Verstehe ich nicht, was es hier soll. Was? Vielleicht ist doch der obere die richtige Entscheidung. Mhm. Strange. Da können wir in die Tür. Wollte ich nur ausschließen. Das ist jetzt die Special-Special-Tür. Oh Mann, regt mich halt auf. Ist mir eigentlich oft am liebsten, wenn ich einfach weiß. Gott, das hat mehr mit den Türen was zu tun, als mit irgendwelchen P-Switch-Rätseln. Jetzt komme ich hier wieder raus. Ganz kurz was gucken. Ja, haltet mich nicht zum Narren, bitte. Versucht es erst gar nicht. Das war das. Fuck. Also ich habe definitiv irgendwelche Türen nicht genommen, die ich nehmen sollte. Aber macht ja nichts. Haben wir noch einen anderen Exit. So finden. Oh yeah, Mario Time. Ist mir oftmals lieber, erstmal den normalen Ausgang zu entdecken, bevor ich den Secret Exit entdecke. Manchmal bin ich ja so gründlich, oder passiert sogar ein bisschen häufiger, dass ich zunächst den Secret Exit habe und dann den normalen. Hier ist es nicht der Fall. Und dann können wir euch als nächstes dann noch zu Wendy. Wendy, Candy, Sandy, Mandy, Brandy. Oh, hat das hier so einen Knick drin? Also, es gibt natürlich noch potenzielle Türen, ne? Mann, lass mich doch durch. Lass mich durch, du Lurch. Was ist, wenn ich jetzt hier reingehe, unter mir die Tür? Führt die irgendwo hin? Dadurch, dass die hier hinter so Blöcken liegt, sag ich mal, ja. Sie führt irgendwo hin. Führ mich doch bitte zu einer Starcoin. Super, super gut ist super, super gut. Wäre jetzt natürlich auch richtig der Kracher. Ja, und die Leute sind dann verwundert. Wo muss ich hin?
Das ist ja schon ein mieses Versteck. So, aber da waren noch viele Türen. Ich meine nicht mal diese Türen. Aber warte. Hä? Lauf halt über nichts. Habt ihr das gesehen? Das ist ja definitiv gruseliger als Luigi's Mansion 2. Ja, leider. Beides tolle Spiele. Beides aus dem Jahr des Luigi. Also wenn wir New Super Luigi U spielen. Sind diese Türen hier echt? Nein. Geisterhäuser Deluxe. Ja, prima. Jetzt, wo ich sie erinnere ich mich. Ich dachte halt eben, da wäre nichts, aber... Heidewitzka. Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level liebe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ich verstehe. Flughörnchen hast du hier nicht so schnell. Solange du es noch betätigt ist, musst du dahin jumpen. Oh, geil. Natürlich ein sehr cleveres Geisterhaus mal wieder. Aber es ist mir grundunsympathisch, weil es ist ein Geisterhaus und es hat zu viele Türen, es hat P-Switches, das macht es mir unangenehm. Deswegen bin ich froh, dass wir es recht souverän gelöst haben. Und dann haben wir wirklich in dieser dritten Welt nur noch Wendy's Castle. Oder führt das jetzt zu einem Level? Ja, ne? Ja, das hat ein Level. Das hat mit Pinguinen zu tun. Wir hatten zwar schon ein Pinguin-Level, aber das ist jetzt das Level 3 Pinguin. Nee, so eine Robbe oder was? Eine Ross, Karl-Ross, Karambolage. Eiswürfel, Eisfälle, Karl-Ross ist das. Im nächsten Part. Wo wir aber auf jeden Fall diese dritte Welt abschließen werden. Wir sind gut unterwegs, ne? Ich find's knorke. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!